Ja. Oh, Alter, ich habe noch nie einen Gewitter in GTA Online, glaube ich, ja, gehabt. Ja, das ist krank, geil. Oder? Das ist mega nice. Vor allen Dingen, du merkst in Flugzeugen oder in Helis, merkst du auch dann die Turbulenzen, wie die sich verändern. Das ist ja gigantisch. Im Singleplayer, klar, öfter schon. Ups. Oh, das sind Falschen. Ja, warte, scheiße. Ah. Na, obwohl, ja, das könnte da war mal wieder ein Schuss. Der hat sich den Tag bestimmt auch anders und fährt ganz easy weiter. Das ist nichts gewesen. Ab nach oben, in die Höhe. Nicht so in Hergeschmacks. Du musst es ja, cool und locker angehen. Oh Gott. Weil das Wetter schlägt schon wieder um. Was war ja, das denn für ein kurzer Sturm jetzt? Enttäuschend. Das ist so nice. Gucken, wie hoch wir kommen jetzt. Oh Gott! Oh, sorry! Fab, Alter. Nein, Fab, was machst du denn? Sorry! Fab, Alter! Doch, ich hab woanders hingeguckt. Hauptsache, Birgi haut erstmal den Eliminator weg, Alter. Hab ich gar nicht gemacht? Ups. Ich hoffe, der Öli, der glaubt mir. Ja, Öli glaubt dir, der ist cool. Max, ja, vertraue ich dir jetzt, ja? Also, ja, alles der, gut. Der hinter ja, gut. mir ist, der ist schon einige Zeit dabei, der hat nichts gemacht bisher. Ja, der Jungspieler, dem vertraue ich so zur Hälfte. Der hat ein paar gute Moves heute gemacht. Der hat sich bewiesen, sagst du? Ja, der hat sich Alter, wie lange das dauert, bis man hier hochfliegt, Alter? Ich bewege mich mal ein bisschen nach vorne hier. Ja. Weil ich würde gerne da vorne über die Stadt, oder? Wo wollen wir das machen? Ich chill hier ganz entspannt, Alter. Ich chill hier ganz entspannt hier. So, warte. Er hat ja auch eine coole Challenge, ne? Aufs Meer raus und dann gucken wir, ob ich mit dem Fallschirm es schaffe, wieder in die Stadt zu kommen, ja. Ey! Ja, ich bin auch auf den falschen Knopf gekommen. Ach so, ja, okay, alles klar, weiß Bescheid. Neuer Gegnermodus verfügbar. Nimm Martin seinen Job ist dann, um diesen neuen Modus auszubilden. Nice. Geil, Martin, vielen Dank, ey. Guck mal, hier, ich sehe auch, hier ist so ein roter Knopf, ne? Den noch nie gedrückt an meinem Auto hier. Aber pass auf, die Challenge ist, du musst das kurz vom Boden den Dings öffnen. Kurz auf den falschen Knopf bekommen. Ach so, Fab. Okay. Kurz vom Boden erst den Fallschirm, okay. Kurz irgendwie so. Huch! Oh, was war das? Oh, Alter, das war knapp, Alter. Und wer sind die beiden Halunken da? Immer auch die anderen. Es sind aber drei Helikopter schon hinter uns. Ja, das kann sein. Das wird mir langsam ein bisschen diese kleine Würstchenparty hier gerade. Die Halunken aus der Spelunke, du. Ich find's auch schön, wie Eliminator auch immer so in knackigen Sätzen die Folge eigentlich beschreibt. Das wird der wohl epischste Gleitflug aller Zeiten. Das ist auch direkt mein Titel eigentlich. Danke, lieber Eliminator. Nice. Guck mal hier, da fragen sie sich, was ist mit all den Helikoptern? Da wird schon spekuliert, was wir für eine krasse Gang sind. Jetzt geht's langsam los, Alter. Ja gut, dann würde ich mal schnell aufs Klo gehen. Ja, ja, mach mal, wir sind gleich wieder da. Ich spring einfach mit dem Heli raus, lande auf deinem Auto und steig dann ein. Das wäre cool, wenn man in der Luft einsteigen könnte. Oder allgemein so Skydiving oder sowas. Beim Heli geht das ja. Also du kannst in einen schwebenden Heli einsteigen. Echt? Ja, wenn der ganz knapp über dem Boden... Ja, das stimmt. Aus dem Wasser kann man auch einsteigen. Mh. Aus dem Wasser kannst du auch einsteigen. Ja, ach so, ja, okay. Das aber halt nicht das Battlefield-mäßig, wenn das Ding fliegt in der Luft, dass man dann wieder einsteigt. Nee, vor allem, wenn er leer ist, genau. Also wenn keiner drin sitzt, dann geht's ja auch nicht. Da kommt, da ist ein Flugzeug hinter uns. Ja, wo denn? Warte. Max. Ich dreh ab. Oh. Max, ich glaube, dass der denn gefragt hat. Nein, alles gut, entspannt. Ist der cool? Weiß ich nicht. Der hat halt nur gefragt, was hier los mit den ganzen Helis. Achso, okay. Jetzt nicht gespannt. Ich hab Schiss, Alter. Ich hab Schiss. Ich hab ihn gerade im Fadenkreuz. Ja, genau, er fragt gerade. It just calls for some jet solution. Ja, forget it, Alter. Achtung, Jet. Ja, der macht nix. Ja, noch gefragt. Ich hab mal kurz ein bisschen mit. Du musst Peace, Bro. Siehst du, schreib mal Peace ein. Schreib mal schnell Peace. Aber auch kurz ich schreib schnell Peace. Wieder. Ja, Mann. Weißt du, der Ding ist ein Easy Boys und so, Digga. Guck mal, schon den ersten Enemy up defeated, Alter. Alles gut. Nur durch Worte, er kommt. Nein, das ist Max, das er kommt. Uns, wo denn? Nein, alles er ist direkt hinter uns. Ja, er ist direkt hinter uns. Ihr hört es ich vertraue ihm nicht. Jetzt haben wir. Er sagt, I know him, he's cool, Honza. Achso. Achso. Bist du sicher? Ne, er schreibt das da, keine Ahnung. Öli schreibt das. Was weiß ich. Ah, Öli scheint. Ich bin ein bisschen angespannt gerade. Nein. Öli sagt nur, er kennt uns, nicht dass er ihn kennt. Achso. Yeah. Also denke ich, oder? Denke ich, ich weiß nicht. Ja, das war richtig. Er hat ihm zu verstehen gegeben, dass wir cool sind. Okay. Wir sind jetzt gleich bei 8000, ich bin richtig angespannt, ey. Wir sind jetzt gleich ganz oben. Ja. Vor allen Dingen, der hat eine Hydra, der Typ, okay. 7600. Also, Kampf aus. Wenn der jetzt die Rakete zündet, dann waren die ganzen 20 Minuten waren die völlig umsonst. 7800. Oh, es zerreißt mich. 7900. Und, na. Das sieht schon nice aus mit den ganzen Leuten 8000, hier. 8000, das Ding steigt. Na, jetzt wird's langsam schwierig, aber. Ne, wir steigen nicht mehr. Wir sind bei 8050 und fallen auf 8000 zurück. Bei 3 springen wir einfach raus, oder? Du springst auch raus? Ja, ich spring auch raus. Ich glaube, du musst mich nur lösen vorher. Ja, mach ich. Bist du bereit, Alter? Ja. Bist du bereit für den Ritt deines Lebens? I'm ready. Hau rein, Alter. Okay, wann soll ich zünden? Er fällt schon. Ich sehe euch nicht mehr. Wo seid ihr?
Ich habe ihn mal gezündet. Ich hab ihn mal gezündet. Ja, warum jetzt schon? Warum jetzt schon? Ja, weil ich in der Luft bleiben wollte. Ah, nein, ich bin doch hier am Fallen. Ja, warte, dann zünd ich nochmal. Ich noch mal. Schnell, Birgi, schnell. Hol ja, wo bist ein. Du denn? Wo bist du denn? Unter aber dir, unter du, dir. Du wirst am Links Wasser unter landen, Birgi. Ja, das passt schon. Ja, du kannst versuchen, das Festland zu erreichen. Jetzt, du kannst versuchen, das Festland noch zu erreichen. Ich komm zu dir, Birgi. Ich komm zu dir. Mach weiter. Nein. Falsche Ziel. Nochmal lösen? Ja, ja. Nee, lass versuch mal echt einzusteigen, Max. Ja, ich versuche nah ranzukommen, aber du bist im Passivmodus, oder? Ja, ich seh's. Warte, jetzt. Okay, oh Gott, na, das war knapp. Was soll ich denn machen eigentlich? Ja, alles gut, ich versuche jetzt, ne, warte. Max, der Flug geht nicht unendlich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay, wir treffen uns am Land. Okay. Ich sehe dich da nur runterfetzen, Alter. Ich habe die Reißleine gezogen. Du hast die Reißleine gezogen. Oh, Alter, wer ist denn da gerade noch? Du hast dieses Secure-Surf-Logo oben auf dem Fallschirm. Ja, weil die Karre auch, glaube ich, von da kommt. Ich glaube, ich schaff's nicht. Leute. Das schaffst du doch locker, Alter. Dann versuche ich dich noch von hinten anzustoßen. Komm, Fab, Alter. Fab! Scheiße. Ich sehe, ob das geht. Oh, wobei, könnte eng werden, Birgi. Oh. Nein. Oh, Birgi. Nein. Birgi. Komm schon. Das schaffst du. Du schaffst es. Geil. Nice. Okay, scheiße. Nice. Warte, ich lande auf dem Dach. Wie kann ich mich die ganze Zeit drehen? Oh, warte. Okay. Bleib stehen. Ja, ich bin genau hier. Ich bin nur kurz raus hier. Strandparty. Okay. Nicer Move, Birgi. Nice, Alter. Gut geparkt, Birgi. Danke. Ja, das war eine nice kleine Tour, Alter. Das hat mir gefallen, Alter. Wollen wir mal gucken, ob wir auf Fab drauf fallen können? Oh nein, da ist noch die Kurve gezogen, Alter. Mal auf den Jet landen. Aber es geht niemals. Ja komm, wenn er sich direkt vor uns stellt und dann mache ich so. Okay, soll ich ihm schreiben? Ja. Digga, was zielt hier? Ich kann natürlich auch aufs Dach vorher. Ja, nee. Das glaube ich schon besser, wenn du ein bisschen Anlauf brauchst auch. Ja, müsste natürlich noch. Dieser Harry ist schon ein majestätisches Objekt, ey. Fuck. Ich kann es einfach so machen, pass auf. Fuck. Was machst du denn? Wie ist uns komplett zerfetzt hier? Alter. Okay, warte. Okay, last try. Oh, great, you broke my wing. Oh no! Oh no! Oh, ich hab ihm so einen Mundkuss zugeschmissen. Meinst du, das entschädigt ein bisschen was? Ja. Das war ein cooler Typ, ey. Hab ich selten gehabt, dass Leute auf dem Boden liegen, in GTA wirklich so für so einen Spaß zu haben sind. Spring mal hoch. Ja, geh, Moment, Alter. Boah, da will ich aber mitmachen, warte. Nein! Alter! Ich will auch! Wie es sich richtig zerfällt. Okay, alle mal draufstellen, alle drauf. Ja. Alle mal draufstellen jetzt. Warte, ich will aber die Gatling auch noch in die Hand nehmen dabei. Oder irgendeine Waffe. Okay, warte, bevor du das machst, warte, ich muss noch kurz das einstellen. Nee, warte mal, die Gatling. Ich brauch noch mehr Leute hier drauf. Okay. Ready? Wie du ihm auch meinen Kanal keeps. Warte. Warte. Bereit? Okay, hau rein. 3, 2, 1. Scheiße, ich bin zur Seite weggefetzt. Lass mich mal fahren. Ja, okay. Kann ich denn oder will ich wieder gestromt schauen die ganze Zeit? Steig ein. Es geht nicht. Das passiert aber. Alles klar, Digga. Nein, ja, aber an der normalen Fahrerseite geht. Guck, wie ich da liege, Alter. Richtig rape me, Alter. Max, nee, warte, ich aktiviere kurz. Okay. Ja, okay. So ein Spinner, Alter. Nee, aber jetzt muss es wirklich gehen. Ich teste, ob ich einsteigen kann. Ja, natürlich kannst du einsteigen. Ey, du bist so ein Okay. Na los. Dann hier. Sie gehört dir, Max. Birgi. Steig ein. Komm, steig ein. Da drohst du mir wieder mit Waffengewalt. Du drohst mir immer mit Gewalt. Immer versaust du alles durch Gewalt. Aber es funktioniert halt, ne? Ja, das stimmt wohl. Di. Alter, ist wieder ein Jet hinter uns. Oh Gott. Hä, wie kann ich denn hier springen? Der Eliminator hat einen Jet. Oh, Max, Alter. Jetzt bring mir meine Karre nicht kaputt hier. Ja. Ich schwör's dir, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, toll. Hä, ich dachte, wo. Hä? Entschuldigung. Unsere Rakete gezündet. Alter, ich lasse dich nie wieder in mein Auto. Das hast du dir schön versaut jetzt. Ich bin gesprungen und hast deine Rakete öffnen. Ja. Ich wollte den Fallschirm öffnen. Sorry. Wieso hab ich so ein Pech, Alter? Bist du jetzt böse? Überhaupt nicht, nein. Okay.